Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Moenna Designkurs. Heute machen wir ein schönes Armband aus Leder mit einigen Ringen und großen Perlen. Dazu werden wir Endkappen zum Schluss anbringen und das zeige ich euch heute nochmal. Hierzu brauchen wir einmal zwei Zangen, die Flachzange und zum Kürzen den Seitenschneider. Dazu nehmen wir jetzt ein Stück Leder. Messen es idealerweise etwas ab, das ist so die Größe eines normalen Handgelenkes. Schneiden es mit dem Seitenschneider und befestigen einmal die Perlenkappe. Setzen seitlich die Flachzange an und drücken zunächst einmal die eine Seite herunter. Die zweite Seite muss übereinander lappen. So. Damit die Kappe wieder eine schöne Form erhält, drücken wir die Kappe leicht wieder in die runde Form und haben so einen schönen Verschluss. Dann fädeln wir die Perlen der Reihenfolge auf. Für dieses Armband haben wir uns heute 4 große, schwarze, facettierte Glasperlen ausgesucht. Schöne Strassringe, damit es schön auffällt. Und geriffelte Ringe für zwischendurch. Wir fangen mit der schwarzen Perle an. Darauf ist immer zu achten, dass die Löcher so groß wie das Lederband sein müssen. Fädeln dann den Strassring. Nehmen wir den geriffelten Ring für die Mitte. Und wieder einen Strassring auf. Dann geht es weiter mit der schwarzen Perle und wir wiederholen das Muster 3-mal. Nachdem wir alles aufgefädelt haben, haben wir folgendes Muster. Jetzt kommt der zweite Teil des Verschlusses. Hierzu legen wir wieder das Lederband in die Kappe. Setzen mit der Flachzange erneut seitlich an. Drücken die eine Seite herunter. Und dann die andere Seite drüber. Wir drücken erneut die Kappe schön rund und zusammen, damit wir eine schöne Form erhalten. Und fertig ist das Armband.